Hallo, hier ist die Hanftube und ich will euch wieder was erzählen. Ich will euch informieren. Heute geht es so um generelle Verhaltensregeln. Das wird sich jetzt für den einen oder anderen skeptischen Bürger etwas kritisch anhören. Aber ich will euch das mal so im Vorweg sagen. Was ich hier mache, ist eine Rechtsberatung. Eine Rechtsberatung kann natürlich sagen, ey, bring den nicht um, schlag dem nur auf die Fresse. Dann kriegst du nur 5 Jahre Haft und nicht 20. Das wäre eine Rechtsberatung. Und das ist dann nicht direkt die Aufforderung zu Gewalt. Man könnte sogar sagen, es ist die abgeminderte Aufforderung zu Gewalt. Aber da wollen wir jetzt nicht drüber streiten. Ich mache heute etwas Rechtsberatung. Es geht um die geringe Menge. Die geringe Menge, was ist das? Die geringe Menge ist eine Menge von einer Droge. Und wenn diese Menge nicht überschritten wird, kann das Strafverfahren eingestellt werden. Das heißt aber nicht, dass es eingestellt werden muss. Es heißt nur, dass es eingestellt werden kann. In der Regel passiert dieses auch, da die Gerichte überfordert sind, weil die Gefängnisse überfüllt sind. Ich entschuldige mich für meine Katze. Da springt sie weg. Ja, die Gerichte sind überfordert, die Gefängnisse sind überfüllt und die Polizei ist ausgelastet. Und es interessiert eigentlich nicht, wenn man mit 2 Gramm Haschisch durch die Gegend läuft, so, das wird einem abgenommen, da wird dann eine Strafanzeige erstellt, die Strafanzeige wird fallen gelassen und das war's dann, ne? Aber es gibt auch die Situationen, zum Beispiel wenn man das zweite oder dritte Mal mit der geringen Menge erwischt wird, dass die Strafanzeige zwar fallen gelassen wird, man aber Sozialstunden machen muss oder eine Geldstrafe bezahlt oder Therapieauflagen kriegt. Und daran muss man sich dann natürlich halten, weil es ansonsten zu Komplikationen kommen wird. Ja, dann gibt es natürlich noch die nicht geringe Menge. Die nicht geringe Menge ist ein Problem, das mit Mindeststrafen verbunden ist. Wenn ihr jetzt eine THC, also haltige Masse habt, das kann sogar theoretisch gesehen Sägespäne sein, in denen Hanföl gesprüht ist. Dann ist das eine THC-haltige Masse und dann wird der THC-Gehalt bestimmt. Und wenn der THC-Gehalt bei 0,5 Gramm Prozent liegt, ihr dann allerdings 5 Kilo davon liegen habt, dann kommt ihr auch über die geringe Menge. Dass man das gar nicht konsumieren kann, ist dabei irrelevant. Es geht dabei um die Menge, die man an THC besitzt und die ist über 7,5 Gramm, eine nicht mehr geringe Menge. Dieses führt zu einer Mindeststrafe von 1 Jahr. Das kann bis zu 2 Jahre auf Bewährung ausgelegt werden in Deutschland. Wenn man jetzt diese nicht geringe Menge importiert hat, dann hat man eine Mindeststrafe von 2 Jahren zu erwarten. Wenn man Mitglied in einer Bande ist, in einer kriminalisierten Organisation, dann hat man eine Mindeststrafe von nicht unter 5 Jahren zu erwarten. Demnach sollte man keine Bandenstrukturen aufweisen. Man sollte immer nur für das, was man selber macht, verantwortlich sein. Ja, eine Bande besteht aus wenigstens 3 Personen. Wenn ihr jetzt zum Beispiel zu dritt mit dem Auto fahrt und der eine hat die Waffe, der andere hat das Dorp und der nächste hat das Geld, dann kann das schon irgendwie schlussgefolgert werden, ja, der bezahlt, der kriegt das Dorp und der bewacht die, ist eine Bande. So. Und das ist dann natürlich dumm gelaufen für die betreffenden Personen.
Dann gibt es natürlich noch die nicht geringe Menge und die normale Menge, wollte ich sagen. Das ist die Menge zwischen der geringen Menge und der nicht geringen Menge. Die kann auch mit unter einem Jahr geahndet werden. Jetzt allerdings zurück zu der geringen Menge. Da will ich euch mal kurz sagen, wie viel das denn in den einzelnen Bundesländern ist. Das ist in, wo haben wir es? Mecklenburg-Vorpommern 5 Gramm, in Bremen, Niedersachsen und Berlin 15 Gramm und ansonsten bis zu 6 Gramm ist eine nicht geringe Menge. Mehr sollte man nach Möglichkeit nicht besitzen. Und wenn ihr euch irgendwo hinbegebt, solltet ihr auf keinen Fall mehr bei euch tragen, sowie auch in der Wohnung nichts weiteres versteckt haben. Denn wenn der Verdachtsmoment vorhanden ist, kann der Polizist, der euch erwischt hat, einen richterlichen Beschluss anfordern zu einer Hausdurchsuchung. Und das reicht natürlich schon, wenn ihr mit 3 Gramm Haschisch unterwegs seid. Dann kann das sein, dass vermutet wird, dass ihr zu Hause ein ganzes Kilo habt. Vor allem dann, wenn diese 3 Gramm in 3 Klemmverschlussbeuteln abgepackt sind und ihr zufälligerweise Dielgeld typischer Stückelung bei euch führt. Was alles sein kann. Alles an Bargeld ist immer Dielgeld typischer Stückelung. Da sind wir auch schon beim nächsten Punkt. Es gibt gewisse Ausnahmen bei der geringen Menge. Wenn ihr jetzt zum Beispiel 5 Gramm bei euch habt und ihr habt das in 6 Klemmverschlussbeuteln, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass ihr diese Klemmverschlussbeutel einzeln verkaufen wollt, dass ihr dealen wollt. Und allein diese Absicht ist schon eine Absicht zu einer Straftat und kann geahndet werden. Es kann euch Dealerei unterstellt werden und dafür gibt es dann wieder Mindeststrafen, ich meine von nicht unter einem Jahr. Und sobald euch Dealerei nachgewiesen oder unterstellt wird, ist das Einstellen des Verfahrens nicht mehr möglich. Und wenn ihr nur 0,1 Gramm als erwachsener Mensch an einen Minderjährigen abgibt, ist das automatisch ein Verbrechen. Das ist etwas ganz Schlimmes, wenn man als erwachsener Mensch einem minderjährigen Menschen, selbst wenn dieser schon 16 Jahre alt ist, auch nur einen Fitze THC-haltiges Material gibt. Das solltet ihr unbedingt unterlassen. Ja, was gibt es sonst noch, wo man drauf achten sollte? Wenn es zu irgendeiner Kontrolle kommt, dann verweigert ihr auf jeden Fall die Aussage. Denn wenn ihr jetzt zum Beispiel sagt, das rauche ich alles bis übermorgen weg, dann wird euch ein regelmäßiger und starker Konsum unterstellt. Und wenn es zur Straßenverkehrsbehörde geht, dann ziehen die euch automatisch den Führerschein ein. Demnach, wenn ihr erwischt werdet, dann könnt ihr in dem Moment sowieso gar nichts machen. Dann müsst ihr das alles über euch ergehen lassen und könnt nur hoffen, dass sie euch nicht nur die Wohnung auseinanderpflücken. Dann wartet ihr so lange ab und sagt gar nichts. Und verweigert die Aussage, bis ihr einen Anwalt zu sprechen bekommt. Dann ist es allemal früh genug, zu dem Vorfall Stellung zu beziehen. Und es ist auf jeden Fall sinnvoll, erst einmal 1 oder 2 Tage vergehen zu lassen, bevor man eine Aussage macht. Ja. Soweit so. Man kann sich eigentlich nur dadurch schützen, dass man aufhört zu kiffen. Das ist ja nicht illegal, aber man muss aufhören zu besitzen.
Nur wenn man nicht besitzt, nicht handelt, nicht importiert und nicht, ja, anbaut, nur dann kann man sicher sein, dass man nicht Repressalien zu befürchten hat. Wenn euch einer einen Joint anbietet und ihr diesen nicht besitzt und dann davon zieht, dann ist das legal. Dafür kann euch nur der Führerschein weggenommen werden. Aber ihr könnt dafür nicht strafrechtlich verfolgt werden. Ja, leider ist meine Zeit um. Ich blende noch schnell die Links ein und das war's dann auch. Ich wünsche euch alles Gute.